Gartengestaltung Naplava, wer da in Mödling und Umgebung was braucht. Ein toller, sympathischer Unternehmer und auch guter Coach. Ja, so. Wir sehen jetzt ja die... Armin Schneider, hier geht's jetzt. Hallo, grüß euch. Armin Schneider hier, heute mal als Kommentator. Ja, ich begrüße euch auch. Michael Schöps mein Name. Ich bin Head Coach der U16 und Coach der U14 im Nachwuchsbereich. Ich begrüße euch heute hier auf der Range zum Spiel des Heimteams der Ebenfurt Mustangs gegen die Kanuntum Legionnaires. Die Ebenfurt Mustangs stehen mit 2 Siegen und 3 Niederlagen und die Kanuntum Legionnaires warten noch auf ihren ersten Win. Ich werde natürlich alles geben, dass es heute kommt. Es war eine lange Footballwoche für uns. Ja. Du weißt, am Donnerstag hatten wir unsere Qualifikationsmatches, die sehr erfolgreich waren für uns alle. Schau mal, ja. Da haben wir schon mal unten. Headcoach der Legionnaires ist der Haveler und Defense-Koordinator, ehemaliger Spieler von mir, der Alex Naplava. Wer in Mödling Umgebung aus von Gartengestaltung Naplava, super sympathischer Typ. Ich sehe auch die Kommentare, knallt es uns rein einmal. Was glaubt ihr, wer gewinnt heute? Legionnaires oder Mustangs? Dominik Kevin Stoll, schön, dass du da bist. Leider heute nicht am Feld, war nach einer langen Verletzungspause wieder fit und hat da eine super Partie geliefert. Und wie letzte Woche von mir als Platzsprecher ankündigte, Mustangs are back. Und das müssen sie heute beweisen, oder Mike? Ja, richtig. Es ist ja so ziemlich die letzte Chance. Ja. Wir sehen jetzt hier den Einlauf mal der Kanuntum Legionnaires. Es ist ja so die letzte Chance für die Mustangs noch, um ein Playoff-Ticket mitzureden. Es ist eigentlich ein Must-Have-Win. Heute müssen sie liefern, heute muss Roli liefern und er wird hoffentlich allen zeigen mit seinem Power-Run-Game, wie es geht. Wir sehen hier mal gleich den Einlauf der Kanuntum Legionnaires. Wir wollen erstmal ein bisschen ruhig sein und einmal die Mannschaften aufs Feld kommen lassen. Jawohl! Das beste Team in allen Leagues sind die Raiders. Ja, lieber Anno für Sando, das freut mich. Das ist das bei uns beiden komplett wie ein Falschen. Als ehemaliger Bruins, Vikings, Ranger und Mustangs sehe ich das natürlich anders. Aber die Raiders sind ein geiles Programm, vor allem auch U6 und U9. Das ist das, wo wir sehr viel Kontakt haben. Und U12, eine super Organisation, vor allem angeführt jetzt durch Urgestein Florian Krein. Und wer das Spiel gestern gesehen hat, war eine geile Partie in der Generali Arena. Aber heute sind wir auf der Range in Ebenfurt. Und wer läuft da jetzt ein? Unsere Mustangs. Go Legos, go Mustangs. Roland Adelbauer führt mit der Fahne die Mustangs gleich ein. Er wird sie herausbeschwören und wird alles aus ihr rausholen. Ja, der hat natürlich sehr gefehlt. Die Mustangs sind mit einem guten Sieg in die Dragons 2 gestartet. Dann war eine Niederlage gegen Dragons 2 und gegen Vikings, wie erwartet. Weil natürlich sind diese Programme mit einem 24-Mann-Roster, sind die anderen Spiele noch immer sehr gut. Allerdings ist es auch immer schwierig. Es war dann durch den Ausfall von Roland Adelboller bei Spiel 2 am Anfang ist das natürlich eine der Hauptwaffen in der Offense der Mustangs. Allerdings jetzt mit Philipp Glaner, David Idinger und natürlich dann zusätzlich, ob das jetzt Benedikt Teser ist, Flo Benesch, der ist fast, du hast 3 super Angriffswaffen plus ein Top Running Back. Wenn Dominik Kevin Stoll ist, hast du dann 4. Das ist eine Offense, die schon einiges kann. Und die Defense ist sowieso. Let's go! Ja, Wetter super hier, schön heiß. Die Referee-Crew heute auf jeden Fall dabei. Head-Ref HC Albrecht, dann Umpire, ehemaliger Football-Kollege von mir, von Bruins. Dann waren wir auch gemeinsam, nein, er war dann später bei den Vikings und dazwischen bei den Rangers der Franz Kolloser. Eigentlich ein Ur-Wiener Neustadt Bulldog, wer sie noch kennt. Schauen wir mal, kennt noch wer von euch die Wiener Neustadt Bulldogs, die jetzt gerade im Stream sind?
Ja, was ist Ihre Meinung nach der Gewinn von der U16? Anofir Sandu, ich tue mir da ein bisschen schwer, was heißt Ihre Meinung und der Gewinn von dir U16 Raiders? Die U16 der Raiders wird heuer sehr stark sein. Da ist vor allem der eine Fullback-Linebacker, der letztes Jahr schon mit 100 Kilo bei der U14 gespielt hat. Sicher eine tolle U16. Und Enter Sandman, das dynamische Duo um Franzi und der Herr Faskar, die sind heute wieder bei uns. Musik. Die Speaking-Captains gehen jetzt aufs Feld. Mein Musikwunsch, Enter Sandman. Weil gestern war ja was. Wer ist denn mal der Speaking Captain? Also bei den Canuntum Legends ist es der Right Receiver mit der Nummer 82. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Murmer Talovic. Dann O-Liner mit der Nummer 75, Dominik Schmiedecker. Mit der Nummer 24, Linebacker Florian Malberg. Und mit der Nummer 36, DB Stefan Stieger. Ja, und bei uns Nummer 1, der Quarterback Lukas Benesch. Nachdem Wally Sage verletzt ist, dann 55, der Alex Drehball, auch einer, den wir, der DC jetzt der momentane und ich bei den Rangers ausgebildet haben, damals als Rookie. Toller Linebacker und Kicker. Dann daneben Nummer 40, der Roland Adelboller und Nummer 90, Ralf Kopenitz, mein Vorstandskollege. Ja, man muss ja sagen, also der Alex Drehball, letztes Game, glaube ich, von die Tackling-Maschine, ich glaube, der hat jedes Tackling letztes Spiel, glaube ich, gemacht. Eine Interception gefangen auch. Also der ist richtig motiviert. Und auch heute hier, ob Mann und Obfrau der Rangers, Gerhard und Manuela Breuer, ja, den Buben Benjamin, den momentanen Headcoach, habe ich gestern in der Generali-Arena, in der VIP getroffen. Auch sehr nett geplaudert. So, was haben wir noch? Wie es aussieht, kicken die Mustangs. Sie haben das, ja, den Coin Toss gewonnen und haben abgelehnt. Das machen sie ja meistens. Ja. Wobei, ich habe das als Coach auch jahrzehntelang fast so gemacht, aber wo ich dann eine Zeit lang mit Ivan Sivko zusammengearbeitet habe, wenn du wirklich eine tolle Offense hast, ist es auch echt geil, ab und zu ein Statement zu setzen und zu sagen, okay, let's go, fangen wir mit der Offense an und fahren einmal schön drauf und schauen einmal, ob sie stoppen können. So. Das Return-Team der Legionnaires geht aufs Feld, das Kicking-Team der Mustangs kommt aufs Feld, schwört sich nochmal ein. Head-Coach Roland Wirtl hat sich nochmal eingeschwört. Ja, und auf der anderen Seite Head-Coach Habeler versucht es zu verhindern. Jetzt meine Frage an unsere Zuseher, was sagt ihr? Erster Drive, werden die Mustangs scoren oder punten? Stimmt, schau, der Manuel Wiesinger, servus. Der Dreiball hat ja auch, der Dreiball hat ja auch für die Legos gespielt, absolut. Gut, returned werden bei den Legends Raphael Hofecker mit der Nummer 24 die Right Receiver und mit der Nummer 23 DB Sebastian Andersecker. Und auch lustig, auch dabei ein bei den der Hirschbeck Stefan mit der Nummer 50 bei den Legos, ein uralt Kollege noch von mir in Baden. Sein Sohn spielt auch D-Line bei uns in der U14, unser Hirschi. Gut, Ball zurückgetragen bis zur 22, wie ich mal sage, 23. Die Offense der Legionnaires geht aufs Feld. Quarterback Richard Kopp spielt seine Offense aufs Feld. Ja, natürlich unser Christian Beisteiner, weil ich da gerade sehe, hat letzte Woche einen Touchdown erlaufen. Das freut uns natürlich sehr. Aber das macht ihn noch nicht zu einer Angriffswaffe im Vergleich zu einem Roland Adelboller, wo die ganzen Linebacker jedes Mal lauft er nicht, der zieht die Linebacker nach vorne. Das ist natürlich schon was anderes. Aber der Beisteiner, der macht sich nahe und wir haben uns alle sehr gefreut für seinen ersten Touchdown. Singleback Formations bei den Legionnaires. Run auf die Nummer. Schöner Lauf. 30. Kilian Manihat. Der läuft gleich einmal einen Inside-Run über 8 Yards. Wie du weißt, alles Inside über 4 Yards nimmt man gerne mit. Alles sogar über 3 Yards. Ich sage, bei 3 Yards ist schon Erfolg und das war 8 Yards Lauf. Schauen wir uns mal an, was gegen ist. Weil was ich so gesehen habe, war das ein Slant Strong von der Line. Die Mustangs spielen traditionell
ihre 4-3-4, die der Coach Hoffmann auch sehr gerne hat, mit Drehball als Mittellinebacker und Stefan Joost mit der 26 als Outside-Linebacker. Und Blitz angezeigt, hoher Snap! Hoher Snap, let's go, guys! Holt euch den Ball! Good job! Und der Ball ist noch... Ein Mustangs-Ball. Es muss ein Mustangs-Ball sein, nämlich aus. Jawohl! Und HC Albrecht zeigt es an. Erstes Turnover. Super Job. Ja, und die Mustangs sind jetzt auf der 11-Yard-Linie. Also jetzt muss man eigentlich schon punkten. Also da ist eigentlich schon ein... Christoph Lichti Lichtenegger hat den Ball da recovered. So, jetzt schauen wir uns mal an. Wer ist da drinnen? Nummer 40, der ist mir letzte Woche auch gut aufgefallen. Bei den Legos. Das ist der René Plager, mit dem René Präger. Den habe ich zusammen in den, bei den Wallouts gespielt. Ist ein guter Typ. Was kann der? Ist das mehr so der ein Shift? Richtiger Linebacker, richtiger Power Linebacker, so à la JJ Watt. Der auch gerne mal immer an die Line vorgeht. So, Motion. Und von Gianna. Pass. Und fast, fast intercepted. Will da eine PI-Offense? Die geben die Refs nicht. So, was spielen eigentlich die Legos? Schau mal da, ist das auf 4-3-4? Schaut eher so aus, oder? Der 99er ist auch eine Maschine. Der Peter Wolfram, der hat mir letzte Woche auch sehr gut gefallen. Ja, sie spielen eine 4-3-4, richtig. Ich denke, jetzt wird es zum ersten Mal ein Inside-Run auf den Zug kommen. Ja, oder Jet Sweep. Und da ist er, Roland Adelboler, und er läuft gleich einmal durch. Touchdown! Touchdown Mustangs! Roland Adelboler. Lustig, sein Bruder auch, Coach bei den Mustangs, macht die Linebacker. Ich kenne beide noch, wo sie angefangen haben, bei den Vikings im Nachwuchs. Haben lang, wo wir noch beim Baden gespielt haben, gegen sie gespielt. Immer zwei harte Schädel. Und dann auch noch, wo ich für die Rangers 2 Headcoach und Spieler war, gleichzeitig, da ist er mal gegenübergestanden bei den Warlords. Ja, da hat er die Line gespielt, oder? Ich habe mit beiden zusammen gespielt, eben bei den Warlords. Also, da war der Roland noch D-Liner und der Roman war Fullback. Ich habe für ihn als Kick nicht gut von Herrn Edinger. Nicht gut. Ist nicht gut. Somit 6-0. Ja, was ich sagen wollte, ich habe mit beiden bei den Wallers zusammengespielt. Roland Adelboler, damals D-Liner. Roman Rolka, damals Fullback. Ich habe als linker Tackle für ihn vorgeblockt. Manchmal gut, manchmal nicht so gut. Da sehe ich auch den Marvin Wager da, der 80er der Legos. Ja. Das ist auch einer, ich bin ja gestern mit dem momentanen Headcoach, auch ehemaliger Spieler von mir, von den Rangers, dann Benjamin Breuer gesessen. Und das sind einige talentierte Tweeners. Für alle, die nicht wissen, was ein Tweener ist. Tweener, wenn man in der Bundesliga spielt und eine zweite Mannschaft hat, ist einer, der knapp am Sprung ist, dass er in die Bundesliga-Mannschaft kommt und da auch wirklich Spielzeit kriegt, nicht nur sich umzieht und somit in beiden Teams spielt, aber nicht am 24-Mann-Roster ist. So, der Herr Drehball macht sich bereit zum Kick. Wissen, wie heißen die Returners hinten? Kennst du die? Habe ich vorher schon gesagt. Sebastian Anderserker und Nummer 80. Das ist 84, Entschuldige, 84 Horfel Hofegger. Der Anderserker ist der letzte Woche den Touchdown gemacht hat. Das ist ein brandgefährlicher Typ. Ja, also den hätte er returnieren müssen. Aber ja, der Touchback ist oft eh besser. Weil jetzt fangen sie zumindest an der 25 an. Genau. Vorher sind sie bis zu 21 gekommen oder was. So. Quarterback Richard Kopp schwört seine Mannen wieder ein. Schauen wir auch. Bei den DBs der Mustangs ist drinnen die 11, der Peter Jecklin, dann 49 der Raphael Neuteufel, 23 der Philipp Doppler. Und an der Outside Manuel Pallas mit dann 93.
bei den Legionärs in der Offense als rechter Tackle Nummer 77 Nikolas Holzmüller, als rechter Guard Nummer 75 Dominik Schmiedecker. Ah, guter Blitz von Ralf Popelitz. Center, glaube ich, habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich glaube Martin Neudorfer mit der 71. Tja, da fragt einer Zuseher, wer sind denn die Kommentatoren? Meinst du damit uns? Mein Name Armin Schneider. Mein Name Michael Schöps. Freut uns. Wie heißt du? Enjoy Free Kill. Na, das ist ja ein Orga-Name. So. Ja, habe ich recht gehabt, ja? Absolut hast du recht gehabt. Nummer 74, rechter Guard. Da habe ich gar nicht am Roster, habe ich gar nicht draufstehen. Nummer 72 als linker Tackle Boris Windhager. Running Back Nummer 30, Kilian Menihardt. Receiver mit der Nummer 14, Florian Vasicek. Schöner Catch, schau mal. Receiver mit der Nummer 80, Marvin Varga. Und der Vasicek hat gerade ein First Down gefangen. Bei der D-Line vor allem gefährlich. Wie schon brennt der Lichtenegger, 96 als End. Dann hat man daneben mit 77 Fritz Bahr, der hat ja früher auch für die Legos gespielt. Dann neben ihm ein Nachwuchspapa, eine Maschine, eine rumänische Kampfmaschine, die 84, Marcel Zaharia. Und als Defense End momentan an der Outside die 28, Christoph Mattel. So, wir haben 10 Personnel, Deuce, Shotgun bei den Legos. Snap Outside Zone, jawohl, zerstört. Ja, der Snap wieder ein bisschen hoch, aber Stefan Jost. Der Snap ist ja das Wichtigste eigentlich in der Offense. Wenn der nicht funktioniert, funktioniert die ganze Offense nicht. Aber ich denke, das ist die anfängliche Nervosität. Das wird sich sicher, das Snap dann sicher besser kommen. Schau, wir haben ja beide O-Line gespielt. Ja. Was ich gesehen habe, ist, er hat zwar den Hintern unten, gibt aber beim Snap den Kopf nicht im Nacken. Schau mal. Ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber das ist halt. Vor allem, wenn man eine starke D-Liner vor sich hat, das Wichtigste ist der Snap. Du musst zuerst snappen. Jetzt war er Pass. Besser. Schöner Pass auf die Nummer 82, Murmel. Talovic hat drei Yards gebracht. Nur. Dritter und 13. Was hast du eigentlich alles? Also ich habe angefangen als Outside-Linebacker, Middle-Linebacker, ab und zu Running-Back und dann D-End und am Schluss O-Line. Im Endeffekt habe ich jede Position einmal gespielt, außer Holder und Panther. Okay. Ich habe nicht alles gespielt, also ich habe nur Offense gespielt und da war immer in der Line vorne, entweder als O-Liner oder als Tight End. Und ich glaube, ein oder zwei Matches habe ich einmal als Defensive Tackle gespielt in der Mitte, aber auch einmal einer von Blitz angezeigt von der Nummer 53, Dominik Tatzreiter. Schöner Pass. Schöner Wurf und das hat gereicht. Schönes First Down der Legos. Wer hat das gefangen? Wieder Murmer Talovic hat wieder gefangen. Sein zweiter Catch dann schön. Heute. Vor allem es ist genau, schauen wir uns mal an, was die für Coverage spielen. Ich glaube, das ist eine klassische Cover 2. Und es ist genau in die Weg, in die Bubble der Cover 2 geworfen. Es war ein schönes First Down. Sehen wir gerade unten Stefan Stieger von den Rangers, auch einer der Tweeners, der sich gerade fit macht. So, wir sehen auf jeden Fall angezeigte Five-Man-Pressure. Fingerpack Formation, wieder Lauf. Ah, mit dem Run geht nichts. Lichtenegger, Tackle for us. Aber das Passspiel funktioniert ziemlich gut von den Legos gerade. Ja, das Pass ist sehr gut. Also sie sollten, glaube ich, nicht auf den Run setzen, weil da zerstören wir es mit. Das ist mir auch zum ersten Mal gelungen, heuer mit unserer U12, dass wir mal bei einem Spiel wirklich dann fast nur gepasst haben. Und nicht nur gelaufen, aber wenn der Gegner sich leichter tut, den Run zu stoppen, musst passen. Was im Nachwuchs halt schwieriger ist bei der U12. Aber heuer geht's anscheinend. Würde mich freuen. Wieder eine Singleback-Formation. Also im Moment spielen die Legionärs nur Singleback-Formation. Ah, Linebacker auch mit der 88, Miguel Jani. Wieder Pass. Ah. Der war zu weit.
Ja, ist aber auch zu wenig SIP. Das ist halt, so haben wir früher als Bundesliga-Coaches Army-Quarterbacks gescoutet. Wenn der von der Boundary kein 10 out of the field Zeit mit SIP werfen kann, kannst du nicht brauchen. Ja, das schwierigste Wurf, der wird sich gepickt. Ja. So Leute, Frage an euch hier im Chat. Wer macht den ersten Touchdown? Legos oder Mustangs? Den nächsten Touchdown. Legos sind on the fly. Angezeigter Blitz von der Nummer 53, Dominik Tatzreiter. Der kommt auch durch. Wiederwurf. Der ist. Ah! Ja, Manuel, jetzt hätte es der Held sein können, wenn dein Papa im Stream ist. Auch ein Urpartner. Schauen wir mal, was sie für ein Punt haben. Shield, Zone. So, Alexander Kupnik wird anscheinend punten, wie es ausschaut. Das wird anscheinend ein Shield-Punt. Zählt nochmal durch, ob eh 11 Leute drauf sind. Snap war gut. Punt geht weit. Ja. Hoher Punt an die 30. Es geht alle weg. Man hört schon den Snake-Snake-Call, glaube ich, in ganz Österreich. Bis einmal irgendein Returner Snake-Snake schreit, dann den Ball nimmt und selber läuft. Haben wir früher gemacht. Funktioniert ab und zu. Okay. Enjoy Freekill schreibt, die Mustangs sehen viel souveräner aus. Tipp auf sie. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Schauen wir mal. Weil die paar Pässe haben mir sehr gut gefallen. Das Laufspiel der Mustangs. Das sieht besser aus. Bei den Legendaries jetzt in der Defense mit der Nummer 66, Defensive Tackle, Benjamin Nein, Haar. 11 Personnel. Defense End sehe ich da gerade mit der Nummer 99, Wolfram Peter. Angetäuscht. RPO quasi auf die 22, Lukas Plaschke. René Pregler ist auch auf der Line vorne, sehe ich gerade. Ja, der Benjamin Pahn letzte Woche, der Linebacker, ein paar sehr gute Tackles gehabt. Defense-Koordinator Alex Naplawer, CEO von Gartengestaltung Naplawer, Spieler der Rangers. So, wir sehen jetzt wieder 11 Personnel mit Thailand und Roland Adelboller im Backfield. Und Twins auf der linken Seite. Motion wieder. Weiter Wurf, weiter Wurf. Oh, ich glaube, der Pick. Was für ein schöner Pick. Sehr schöner Pick. Von Florian Vasicek, der Receiver und DB spielt. Nein, das war Sami Summer. Entschuldige, ja, Sami Summer. Tweener der Rangers. Sehr gutes Talent. War, Ball war aber auch, gehört an die Outside. Der war ja genau in die Hand geworfen. Eigentlich schon, ja. So. Auch eine schöne Ausgangsposition jetzt für die Legos an der Mittellinie. Was sehen wir da jetzt? Ah, schau, die kommen auch jetzt mit 11 Personnel, mit einem Thailand. Zwei Thailands waren. Schau dir das an. Ich weiß nicht, die. Also wenn das die Legos unten hören, gehen die Cover 2, macht er wieder diese Outwürfe, anstatt dass er genau die Bubble hittet, was vorher zweimal zum Erfolg geführt hat. Das eine war ein Slant, das andere war ein Post, das hat super funktioniert. Sehen wir unten bei den Legends auch in Gerhard, dem Nachwuchskoordinator der Berlin Rangers. Ja, Hoffmann, der Gerhard Beuer, Living Legend Gerhard Speuer. Was ist das Geilste, was man als Spieler machen kann? Einen Pick 6 oder noch was anderes? Da kommt drauf an, was du für ein Spieler bist. Wow! Wieder gut gestoppter Run. Das war Ralf Kopenitz. Würde ich sagen. Schauen wir nochmal. Nein. Doch, das war Ralf Kopenitz. Tackle for loss für 8 Yards. Was ist das Geilste, was man als Spieler machen kann? Was sagst du?
Also für mich als O-Liner und Blocker natürlich immer für den Running Back den Weg frei zu blocken, dass der eigentlich ungehindert in die Endzone laufen kann. Das kommt dann immer darauf an, was für ein Typ Spieler man ist, ob man welche Position spielt, das kann man so nicht so sagen. Der eine ist mehr der Skill-Guy, der sagt, wenn ich 90 Yards übers Feld laufe, der nächste Linebacker möchte den anderen lieber einen nussen, dass er bewusstlos liegen bleibt. Ich glaube, das kann man so nie. Das Geilste im Football ist, dass du diesen Sport spielst und Vollgas gibst. Red Hot Chili Peppers gerade bei uns an der Musicbox. Naja, bin gespannt, ob es heute wieder Tanzball aus Baden-Stimmung gibt bei den zwei, beim dynamischen Duo. Quarter Change. Ist schon soweit? Vielleicht spielt uns der Franz ja Dr. Alban. Ein Timeout wurde genommen von den Legionnaires. Ja, für alle, die nicht so footballaffin sind, jede Mannschaft hat ja 3 Timeouts pro Halbzeit. So, Defense der Mustangs hat sich mal nichts verändert. Coach, der letzte gestern auch, muss man erwähnen, erstmalig in Österreich U9 Cup von uns so organisiert. Dabei waren die Dark Angels, die Dragons, die Vikings und die Mustangs. Wir hatten ein Budget, gesponsert von den New England Patriots, ein 5-stelliges Budget dafür. Das heißt, die Kinder haben alkoholfreie Vitamin-Cocktails bekommen, Obst, Gemüse gemixt von Profi-Barkeepern. Jedes Kind bekam, es gab da Patriots, Zelte, Wurfwände, jeder bekam Geschenksackerl, dann natürlich Medaillen vom AFPÖ und von den Patriots. Danke nochmal an die Patriots und Robin Lampson, war echt cool. Und sie durften sich ja dann auch das Match anschauen von den Vikings gegen die Tirol Riders, was natürlich auch super ist für jeden, was ja auch eine geile Partie war gestern. Ja. Ich habe es im Livestream angeschaut, da ich ja gestern in Venedig war und im Livestream hat mir die Stimmung sehr gut gefallen. Was bedeutet 11 Personnel? Ja, wir versuchen euch ein bisschen Footballsprache auch näher zu bringen. Die erste Zahl sagt aus, wie viele Running Backs sind im Backfield. 1, 2, 3 und die zweite Zahl Tight Ends. So mit 10 Personnel ist hier ein Running Back und 4 Receiver. 11 Personnel, ein Running Back, ein Tight End. 20 Personnel zum Beispiel, 2 Running Backs, 0 Tight End. 21, 2 Running Backs, ein Tight End und so weiter. Pass bei den Legos, seht ihr? Wurf auf Florian Vasicek. Super, der Mann ist super. Schauen wir uns nochmal an, ob das jetzt wieder. Ich glaube, es war wieder Cover 2. Schauen wir mal an, wie viel High stehen. High stehen bedeutet, One High, Two High. Sieht man meistens okay an Anzahl der Safeties hinten. Erster Indikator, was sie spielen. Das gefällt mir sehr gut. Die Legionnaires sind aggressiv. Sie spielen aus. An der gegnerischen 43 Yard Linie den aus. Gut, habe ich immer gemacht. Manche haben mich dafür geliebt, manche gehasst. Wenn es nicht durchgegangen ist, war der Gerd Spreuer immer sauer, logischerweise. Ansonsten bist du immer der Freund. Mag auch bei Madden nicht panten. Ich trainiere es gern, weil es wichtig ist. Wieder Wurf. Wurf. Jetzt einmal die Cover 2 gebietet. Will er eine PI? Ich habe es nicht gesehen. Er ist gestolpert. Ich weiß nicht, ob er gestolpert ist, weil er über die Beat übergelaufen ist oder ob er gestolpert ist. Murma Talovic regt sich da extrem auf. Auch ein altes Baden-Tanzpalast-Lied, was es da ist. No, there's no limit. Tanzpalast Baden bei Dynamisches Duo. Ja, die Legendas spielen eine Cover One. Run von, doch ein Pass, er hat den Ball weggeworfen. Lukas Benisch. Ja, ich glaube, da werden wir eine Flagge bekommen. Ja.
Man versteht fast nichts vom Kommentator, soll ich weitergeben. Man versteht von dir da drüben fast nichts. Also der Armin hat jetzt nicht uns gemeint, sondern meint den Nein. Platzsprecher. Ich hoffe, ihr versteht es uns gut. Okay, es war ein... Was ist jetzt passiert? Illegal Man Downfield von den Mustangs. Das heißt, ein O-Liner dürfte über die Line of Scrimmage gegangen sein. Und das ist eine 5-Yard-Strafe. Es wird wiederholt. Es ist 1. und 15. Wieder 11 Personal von den Mustangs. Ja. Roland Adelboler macht sich bereit. Kriegt den Ball. Nein, RPO auf Klanner. Aber sehr gut aufgepasst. Von der 74. Die haben aber nicht am Roster. Zweiter und 24, 11. Danke. Florian Malberg, schöner Tackle. So, was haben wir da? Unser 25, der David Idinger. Wir spielen jetzt wieder mit 10 Personal. Trips, das heißt drei Receiver auf einer Seite. David Idinger, Flo, Benesch und Kleiner. Gut aufgepasst. Eine Swing Route auf Adelboller, aber wieder. 24, Florian Malberg. Florian Malberg hat den super getickelt. Schön gelesen. Das ist nämlich ein Play, was die nicht so oft spielen. So, jetzt haben wir 3. und 13. Das ist halt so eine Situation, die man als Coach nochmal nicht so gern hat. Was haben wir da für klassisch One High? Könnte eine... Blitz angezeigt von den Legendaries, doch nicht. Weiter Pass. Hadasch, den muss er fangen. Lukas Plaschke, den muss er da eigentlich fangen. Aber es gibt eine Flag. Entweder ist es Holding oder Rough in the Pass. Aber so von der Körpersprache des Verteidigers würde ich sagen, es ist ein Holding. Nummer 40, René Pregler von den Rangers, hat sie da beschwert. Schauen wir, ob es zurecht ist. HC Albrecht wird es uns sagen. So, fangen wir mal unsere Zuschauer. Habt ihr gestern das Vikings-Raiders-ELF-Spiel gesehen? Hat es euch gefallen? Roland Adelbauer soll einen Late-Hit gemacht haben und ist vom Man wird disqualifiziert, wenn man das ist ja kein Target-Ding. Man wird disqualifiziert, wenn man beim ersten Personal Foul. Also HC Albrecht und alle, die dazuhören, die Entscheidung ist eine Frechheit. Das habe ich noch nie gesehen. Die Entscheidung ist eine Frechheit. Wegen so einer Kleinigkeit einen Spieler ausschließen. Aber ja, ich wurde ja schon mal, man darf ja in Österreich, ist ja wie eine Diktatur, nichts sagen gegen Schiedsrichter und Verband. Aber Leute, da fehlen mir jegliche Worte für so eine blödsinnige Entscheidung. Also das habe ich in meiner langen Football-Karriere noch nie erlebt. Das ist eigentlich fast böswillige Manipulation seitens des Schiedsrichters, den besten Offenspieler auszuschließen wegen so einem Blödsinn. Freibier heute gestrichen für die Schiedsrichter. So, Punt auf Seiten der Rangers, Mustangs. Thank you.
Bad Snap und somit Safety. 2 Punkte für die Legos und sie bekommen den Ball. Ja, Armin, jetzt, wir sind jetzt gerade beide völlig erstarrt von diesem Ausschluss da jetzt gerade. Vor allem, da ist der Franz Kolloser dabei. Franz, auch offiziell, wie können Sie so einen Call zulassen? Ich meine, es ist ja Schwachsinn. Wir sind jetzt beide gerade ziemlich geschockt über diese Entscheidung. Dass und wenn ich dafür wieder Strafe vom Verband kriege, aber es ist eine Frechheit. Sowas und dann sowas, Safety. Das heißt, 2 Punkte jetzt für die Legionärs und sie bekommen den Ball auch noch. Das heißt, neuer Zwischenstand, 6-2 für die 6-2. Aber es ist noch nichts passiert. Und jetzt würde ich nicht nach links kicken. Weil es gerade kann so ein kleiner Momentum-Shift sein. Einer der wichtigsten Spieler wird ausgeschlossen. Man kassiert gerade einen Safety wegen einem Bad Snap. Und auf der anderen Seite hast du mit Sebastian Andersjacker einen super fitten Twinner von den Rangers, der einen schönen Breakthrough-Speed hat. Gut, Alexander Treiber bringt den Ball wieder ins Spiel. Es wird returned wieder entweder von Sebastian Andersjacker oder von Raphael Hofecker. Ich würde nach rechts kicken. Und das macht er auch. Er macht auch. Der Kick wurde gut aufgenommen. Er returned. Und ja, neue Teufel! Von der Nummer 49. Super schöner Tackle. Allerdings. Kutsch, Raphael, 9 Teufel. Allerdings, return bis an die 40 ist too much. Raphael Neuntorfler, der DB-Coach im Nachwuchsbereich. Ja, aber schlechte Coverage vom Kickoff-Team. Ja. Aber wunderschöner Tackle vom Raphael. Aber der Kick war auch ein bisschen zu wenig Hangtime. Welchen Grund haben Sie ausgeschlossen? Fragt bitte die Schiedsrichter. Wir wissen das noch nicht. So, wegen so einem Blödsinn. Vor allem normal brauchst du ein Personal, dann noch ein Personal. Also wegen. Keine Ahnung, was den HC Albrecht da für einen Blitz im Kopf getroffen hat. Wissen wir nicht. Wir wissen es leider selber nicht. Wir müssen es akzeptieren. Ja, es ist halt jetzt Time to Shine für andere Offenspieler. Genau. Es darf kein Grund sein. Pass. Outside. Ich weiß nicht, warum die immer an die Outside passen wollen. Wir dürfen nicht zu viele Tipps geben, weil die sitzen direkt unter uns. Passt nur weiter über die Outside. Nathalie ist die Fotografin wieder, Nathalie Sage. Ja, und Manuela Breuer auf Seiten der Legionärs. Macht auch immer sehr coole Fotos. Ah, ihr seid die Besten. Ah, U12 MVP Nikolai Benke und unser Tristan bringen uns Getränke. Auf euch, danke Jungs. Danke Jungs. Ihr seid die Besten. Wie viele Touchdowns hast du gemacht gegen die Red Tigers? 2 Touchdowns, so, schöne Passing-Touchdowns. Pass gefangen auf wieder Raphael Hofecker, das glaube ich der ist nicht super. Der Raphael, man hört es glaube ich hier auch, er wird gerade angefeuert von unten, von der 36 von Stefan Stieger. Ein schöner Catch von dem Raphael. So, Defense ist noch alles gleich. Neues First Down, es hat doch gereicht zum neuen First Down. Ich habe zu kurz. Achso, nein, das haben wir schon gesehen. So, wir haben wieder 11 Personnel mit Twins auf der rechten Seite. Eine Cover One auf Seiten der mit einem Safety High. Pass. Blitz. Wieder Pass und ja, nein! Ah, ja. Ich glaube, das war ein Pick. Er war dran. Philipp Doppler in den Händen. Ah, das ist halt natürlich gut. Das wäre im Momentum schief gewesen. Ja, natürlich. Aber jetzt haben wir momentan ein Turnover auf Seiten der Mustangs und ein Turnover auf Seiten der Legos mit einem Safety sogar. So.
11 Personal. Receiver stehen sogar, ATPs stehen sogar auf Bump. Das heißt, wollen die Receiver bumpen? 2. und 10. Run. Jetzt kommt er mal durch. Naja, nix ist da. Friedrich, Bar und Lichte machen zu. Schöne Tackle. Tristan Kleisner, also ich glaube, kommt sehr schwer hoch. Der hat ihm, glaube ich, wehtan. Naja, wenn ich mir jetzt so anschaue, der Lichtenegger und der Fritz Bar, das sind gemeinsam ca. 270 Kilo, die auf dir drauf liegen. Das kann schon wehtun. So, 3. und 9. Ja. Ich denke, jetzt wieder ein Pass kommen, sagt mein Orakel. Natürlich. Ja, 3. und 9. Was ist denn vorher da alles los? Ist der Quarter Change, glaube ich. Quarter Change, ja. Weil du vorher gesagt hast, Viertelwechsel, das war keiner. Ja, da. Vorher war nur ein Timeout. Eben, jetzt haben wir Viertelwechsel. Jetzt haben wir Viertelwechsel. So, die kommen wieder mit Trips raus. Ja, Wilbox, Entschuldige, wir haben nur ein kleines, Wilcox, haben ein kleines Tablet, da sehen wir eure Namen immer, wir sind ja so alt. Schreibt, wer war gestern dort am Match und kann noch immer nicht reden. Ja, das verstehe ich, das war gestern echt eine saugeile Stimmung in der Generali Arena. Auch wenn wir beide als bekennende Rapidler da immer ein Problem haben. Du gehst da, glaube ich, gar nicht rein. Gar nicht, nein. Ich schon, ich habe auch viele Purple Friends, aber ich muss schon ehrlich sagen, wo ich von Bruins zu Vikings gewechselt bin, am Anfang hätte ich mir nie gedacht, der Pass, der geht ins Nirvana, dass ich mal ein violettes Leiberl oder jetzt habe ich sogar ein violettes Tattoo. Aber man gewöhnt sich dann schnell an Violett, aber ich sage dazu, Violett gut, aber nur im Football, liebe Leute. Nein, es gibt halt so Sachen, wenn man jetzt kurz durchs Fußball ausbreiten, ja, die macht man halt nicht. Natürlich respektiere ich beide Mannschaften, respektiere ich auch die Violetten, aber es ist halt, ich kann dort nicht hingehen. Ich schon. So, momentan sind wir, wer gewinnt das Spiel? 74% bei Mustangs, 25 Legionnaires. Ich sehe das eigentlich ziemlich ausgeglichen, die Partie. Vor allem, wenn jetzt der Adelboller ausgeschlossen wurde. Ein schöner hoher Punt. Hoher, schöner Punt. Weg. Ja, aber ich meine, das ist schade, Dominik Kevin Stoll, dass du nicht da bist, denn den musst du returnen. Ja, aber es ist besser, der war so hoch, der Kleiner, der ist ein super Receiver, aber returnen hat er noch nicht so gelernt. Warten wir, bis der Dominik Kevin Stoll wieder da ist nächste Woche. Die Mustangs fangen an der eigenen 4-Yard-Linie an. Das heißt, ja, aber der Punt wäre gegangen an die 17. Und jetzt fangst du an der 4-Yard-Linie an. Sehr langer, weiter Weg zum Gehen. Das ist ja das Problem. 4 glaube ich nicht, das ist 10 oder so circa, oder? Nein, es ist, glaube ich, schon 4. Na schau mal, da ist die Endzone. Das sind circa 10 Yards. Okay, ich sehe es von da sehr schlecht, aber ja. So, ein Lauf, da ist ein Fan drinnen vom Christian Beisteiner. Christian Beisteiner gerade gelaufen für 3 Yards, das ist ein guter Lauf. Let's go, Christian. Ja, Inside sagt man, alles was über 3-4 Yards geht, ist immer super, weil 3 mal 4 ist 12 und ist immer ein neues First Down. Sehe ich auch so. Ja, Dominik, als Returner fehlst du immer. Motion von David Idinger, der ja so hoch springt, wie ein Elefant hoch ist, hast du gesagt letzte Woche. Ja, ja, wenn der hoch springt, ist der so hoch, wie ein Elefant hoch ist. In der Zwischenzeit wieder ein Lauf von Herrn Beisteiner. Schönes Playcalling vom Head Coach Wirtl und von Wolfgang Gröller, die Offense machen, gemeinsam mit Vikings, Bruins, Urgestein, El Lobo, Bernie Kirnbauer, Markus Fazekas und einer meiner besten Bruins-Nachwuchsathleten, Raphael Hackel.
Gab. Und das war ein First Down, aber schauen wir mal, ob das die Schiedsrichter so sehen. Nein, die sehen das nicht so. So, die Frage, willst du in der Situation noch einmal panten? Ich hätte ein Freeze-Play mit einem Timeout probiert, weil der letzte Mal, wo wir in der Situation gepantet haben, ist der Snap in der Endzone gelandet. Und bei einem Freeze-Play mit einem Timeout verlierst nichts und vielleicht jumpen sie ja eine oder andere ins Offside. Ja, was der Ami damit meint, ist, man macht einen Count und sagt quasi hat. Tanzpalast baden! Und hofft, dass sich einer über die Line of Scrimmage bewegt. Ein Hard-Count sozusagen. Wieder ein guter Punt, ein Rugby-Punt. Aber Flagge am Feld. Ja, ich hoffe ja heute sehr, dass in der O-Line die Nummer 56 von uns zum Spielen kommt. Let's go, Mario Schmidt. Aber ich hoffe, er ist Running Back. Mario Schmidt, meine rechte Hand in der Nachwuchsorganisation. Und ja, neben uns beiden der dritte Head Coach von der U14, der Mike von U16, ich von U12. Da würde es euch freuen. Und auch vor allem ein sehr geiler Spieler, der jetzt wieder mal da ist, die Nummer 48. Wo habe ich denn den? Bernhard Bauer? Raphael, nein. Da steht Bernhard Bauer. Die 48 ist der Raphael von den Broncos. Schade, dass es die Broncos nicht mehr gibt in Klosterneuburg. Aber ich schaue gerade, wieso habe ich den da, mit welcher Nummer habe ich den dann da? Ah, mit 24 ist er drauf. Rafi Mohammed Savari. Geiler Typ. So. Punt geht weit, der geht weit. Aber nichts. Ja, der andere Punt wäre besser gewesen. Ja, das ist eine spannende Partie. Quarterback Richard Kopp führt seine Offense wieder aufs Feld. Der ist ja auch ein Riese. Schau dir mal den an. Ja. Und auch der Tackle daneben, der 72er. Boris Windhager. Mhm. Wer ist der Titan von den Rangers? 79. Das ist, den sehe ich bei mir nicht am Roster, Nummer 79. Er ist aber also, 79. Ja, ich, wie gesagt, den habe ich nicht am Roster. Der ist der rechte Tackle. Pass auf. Ja, aber es ist wieder die Bubble der Cover 2. Wie heißt euer 79er? Sie hören uns nicht, gell? Zweiter und eins für die Legendaries. Ja. Yeah. Ich denke, wird ein Run wieder werden. Ja, es war, glaube ich, ein Offside. Es war ein Offside von uns. Aber ich meine, es ist halt immer schwierig als Defense-Spieler, auch wenn es tausendmal weiß, schau am Ball. In gewissen Situationen machst du dann trotzdem ein Offside. Ja, man ist halt aggressiv, man will. Sicher. Den Ball holen, man will sich zeigen und da ist. Deswegen halt hätte ich genau das vorher gemacht, so ein Freeze Play. Ja. I can't get no sleep, spielen sie jetzt. Tanzpalast baden, Aufreißzone. Wer es noch kennt. War wer von euch? Fragen wir mal in die Runde, wer war von euch schon mal im Tanzpalast noch? Kennt ihr noch wer?
Schauen wir was. Ja, du flex on the play. The illegal formation on the offense. We follow the offside on the defense. The penalties are offsetting. We replay signal. Okay, da waren jetzt zwei Flaggen auf dem Feld. Einmal von der Defense und einmal von der Offense. Das war eine illegale Ausstellung. Es ist ja so, dass eine bestimmte Anzahl von Spielern on sein muss. Und da dürften mehrere on gewesen sein. 11 Personal wieder. Nein, nicht 11 Personal. Das war nicht 11 Personal. Und jawohl! Da sind gleich drei Leute durchgekommen. Christoph Martl ist durchgekommen. Alex Dreiball. Alex Dreiball und Nummer 53, Dominik Tatzreiter, sind da alle durchgekommen. Die sind ungeblockt durchgekommen. Hallo Simone, haben wir einen Defense Coach. Hallo Simone. Defense Coordinator. So, das war ein Quarterback-Sack für ca. 10 Yards Raumverlust. Somit haben wir jetzt statt zweiten und kurz, aus dritten und kurz, dritten und 10. Also ich würde jetzt genau wieder diese auf dem Slot diese Sit-Route machen bei den Linebackers. Das geht sich genau aus zum First Down. 11 Personal, ja. Pass. Ein Slant, da ist er gekommen, aber es geht sich nicht aus. Ja, aber toller Catch von der Nummer 14 der Rangers. Also ich würde jetzt ausspringen, Armin, als Headcoach. Ja, sicher. Aber ich glaube, sie schicken das Punt-Team aufs Feld. Das ist halt immer schauen, Mut kann man nicht kaufen. Altmilitärischer Grundsatz. Wer ist die Nummer 13, frag grad, bei den Gegnern? Maximilian Lahofer ist das, Linebacker. Dann schreibt der Linus Go Legionnaires. Ja, ist eine spannende Partie. Punt. Schöner Punt. Weg, 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 weg. Was heißt Snake? Weißt, das ist halt Dominik, kannst du wieder deinen Affen posten? Der muss returnen. Der sieht den Ball, es ist eh besser, er greift nicht hin, aber den musst du zumindest mit einem Safe Catch da fangen. Und das musst du trainieren. Ja, ja, es ist ein Unterschied, ob es den Ball dann an der eigenen 20er zumindest hat oder an der 10er. So, jetzt schauen wir wieder, was sich Coach Wirtl einfallen hat lassen. Bis jetzt eine sehr interessante und gute Plays dabei. Vor allem ein guter Mix. Aber durch die Aktion mit dem Adelboller, hat die Offense halt voll aus dem Rhythmus gebracht. Schauen wir mal. Hoher Snap. Schöner Catch am Herrn Kleiner. Hat so ausgeschaut, wie er den Kopf abreißt. Ja, ich hab's auch geglaubt, ja. Sogenannter Jailbreak Screen. Bubble Screen und Jailbreak Screen, wo gleich auf einen der Receiver geworfen wird und der jeweils andere, je nachdem, ob das Play bei innen oder außen geht, blockt vor. In dem Fall ist es nach innen gegangen. Snap ist gut, Pass ist gut. Jawohl, David! Das ist Idinger, wie wir ihn kennen. Slant auf David Idinger. Aufs Feld kommt, siehst du die Nummer? Nummer 4. Na, glaube ich nicht, dass da Benedikt Zagel. Oh ja, Benedikt Zagel kommt. Ja, ja, das ist natürlich. Benedikt Zagel, die Maschine. Letztjähriger Starting Running Back. Jetzt mehr in der D-Line. Let's go, Benedikt! Und zünde den Turbo. Jawohl, Benedikt, du Maschine! Ab zum First Down.
das ist natürlich jetzt, wenn es den Benedikt Zagel in der Kombination mit den Pässen, eine, schwierig zu stoppen. Also wir haben jetzt auf der einen Seite Glanner, dann den Lukas Plaschke, auf der anderen Seite den Flo Benesch. Benjamin Paar sagt mir jetzt gerade, warum wir dieses Lied spielen, aber wir können für die Musik nichts. Wir kommentieren nur den Livestream. Schön! Schön! Von so, Christian Beisteiner. Wo sind die Freunde von Christian Beisteiner? 10 Jahrzlauf. Was für Lied? Wir haben jetzt gerade eben dein Lied gespielt, aber ich habe es aber nicht gehört. Steht aber nicht in den Kommentaren. Nein, da jetzt der Spieler, der Legionär, hat mir das geschrieben. Hat mir das gerade gesagt, Benjamin Paar. Ja, Nummer 66 hat mir gesagt, das Lied spielt sie. Was war das für ein Lied? Ich habe es leider nicht gehört. Nein, es ist nicht das Lied, was gerade in den Medien rumgeht. Wird natürlich auch bei den Mustangs nicht gespielt. So, wir kommen wieder raus mit Trips. Ich sehe da den Benedikt Teser. Den Glanner und Plaschke. Ruf auf! Let's go! Philipp Glanner, den ich der Philipp Glanner ist ein geiler Typ. Den muss man den haben. Den nächsten hast du. Den muss man haben. Sagen immer die All-Liner und Linebacker, so wie wir den nicht catchen können. Ja. Den Hände muss man wie Bratpfannen. You can touch it, you can catch it, lieber natürlich, Abend. You can see it, you can catch it. Ja. Ja. Auf der Playstation hätte man gefangen. Ja, genau. Oh, es war eine No-Huddle-Offensive. Ah, Benny Sage. 5 Yards. Für mich ist ausgehen, als wäre das ein Horse-Call gewesen. Hätte ich auch gesagt. Es liegen auch irgendwelche Flaggen. Ich glaube, das war ein Horse-Call. Horse-Caller meinst du? Horse-Caller, ja. Face-Mask sogar. Ja, Face-Mask ist so eines der schlimmsten Fouls, die man machen kann, aber kann halt auch ziemlich schnell passieren. Ich habe ein ganzes Leben lang Defense gespielt, das kommt einfach vor, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ich sage auch nicht, dass böse gemeint ist, aber ja, da kann halt sehr schnell was passieren. Aber es kann auch sehr schnell passieren, dass man da unabsichtlich reingreift. So, in der Offense-Line sehen wir einen Richard Buchheit. Dann den Willi Zich. Dann den Alex Warnung. Den Wolfgang Lauschek. Option. Jawohl, Option. Wolfgang Lauschek, Papa von unserem Nachwuchsspieler Aurelius Lauschek. Und wer fehlt mir da noch? 52. 69. Ja, Maximilian Felix Berutger, der Center. O-Line sehr konstant. Wirklich schön Zeit. 3 Sekunden. Auch gutes Blitz-Pickup, weil die Legos haben da wirklich auch tolle Athleten drinnen. Große, starke. Trips auf der rechten Seite. Ich spiele eine Cover 2. Ja. Pass. Der Pass. Ah! Wieder. Oh, der wäre jetzt fast. Entweder wäre er fast gecatcht oder fast gepickt worden. Ja, ja. Aber der Sami Summer von den Rangers ist ein toller, schneller Athlet. Nicht jeder kann einen OBJ-Catch machen mit einer Hand. Nein. Deswegen sagt man auch, nimm beide Hände. So, dritter und 10. Ich denke jetzt ein Wurf auf David Idinger. Oh. Das war ein geiler Tackle vom Rangers-Spieler mit der Nummer 24. Florian Malberg. Gut gemacht, Florian Malberg. Tackle for loss. Fourth down an der gegnerischen 40. Es ist vierter und lang. Ich denke, er wird ausspielen. Natürlich. Ja.
Wurf, 19 Anteis. Benedikt Teser. Aber das war nichts. So, eigentlich hätte ich einen Vollstart der kompletten O-Line gesehen. Ja, ich auch. Sebastian Andersen hat das sehr gut reagiert. So, Offense der Legos kommt nochmal aufs Feld. Hier haben wir einen Teil des dynamischen Duos, die gerade da sind. Die geilste DJ-Kombo neben unserem Frozen Fritz in ganz Österreich. So, werden wir noch ein paar Tanzpalastlieder hören? Coco Jumbo oder irgend sowas? Also, ich muss sagen, Christian Hoffmann hat seine D-Line sehr gut im Griff. Also die Admiral von Hofmann mit einem F. Druck auf den gegnerischen Quarterback. Nein, er macht sehr gut ausgewogen. Er spielt jetzt nicht Pressure over Coverage. Er hat meistens eine Five-Man-Pressure und bringt zusätzlich einen, manchmal zwei Linebacker. Angezeigt der Blitz. Ich glaube, wieder super, aber jetzt ja. Jetzt nirgendwo hin. Aber Bernhard Nowak wäre eh dort gewesen. Wenn der sich ein bisschen früher umdreht, hat er den vielleicht sogar. Wie viel Zeit ist da noch? Sieht man nicht, gell? Sieht man ja nicht. Ich glaube, knappe. Das ist 2 Minuten und 15 noch im zweiten. 2:15. 2 Minutes 15 Seconds. Wer ist Nummer 23 bei den Gegnern? Okay, meinst du mit Gegner, wenn du uns fragst, wir sind von den Mustangs, ist das Sebastian Andersjacker, der geile DB von den Rangers? Oder wenn du mit Gegner die Mustangs meinst, dann ist es unser Philipp Doppler. Pass. Incomplete, liebe Leute. Fourth down. Und jetzt müssen es punten. So, und jetzt zeige ich der Return Touchdown. Nein. Leute, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ohne Dominik Kevin Stoll kein Punt oder Kick oder ein Touchdown. Dafür braucht es einen Kevin Stoll. Jetzt rennt er rein. Und die letzten waren vor 3 Jahren. Florian Benesch. Und du weißt, wer vor 3 Jahren Special Teams Koordinator war. Braucht nicht mehr erwähnt werden. So. Snap. Gut. Schöner Punt. Kick. Auch gut. Nimm ihn bitte. Nein, er nimmt ihn nicht. Ja, wie du vorher gesagt hast, Mut kann man sich nicht kaufen, den hat man oder den hat man nicht. So, wieder so ein geiler Drive wie vorher, hoffentlich von unserer Offense. Weißt du, echt, das ist halt so, wenn die Bälle waren da. Also wie du sagst, if you touch it, you can catch it. Eine Minute 58 ist noch eine Minute. Das Play-Calling. Und das wäre super. War genau das Richtige von unserer Offense. Wäre super, wenn sie jetzt scoren, weil sie bekommen ja in der dritten Viertel den Ball. Nein. Oh ja. Das hat die Mustangs angefangen, oder? Genau, sie returnen den Ball. Sehr gut. Also jetzt. Let's go, Mustangs. Haut's noch einen Score rein. Jetzt noch ein Score und dann bekommen sie den Ball. Run durch. So, dann schreibt uns der Manuel Wiesinger. Gute Besserung an dich, Manuel. Ich würde sogar mitspielen, bin Legionär. Ich bin Lego-Spieler, Wide Receiver, aber leider krank. Was du auch hast, gute Besserung von uns. Genau. Viel Kamillentee trinken, viel Kräutertee trinken. Ein Trink einen Schnaps. Oder einen Schnaps. Hat mein Opa gesagt, in der Früh und nach der Glasal Schnaps geht's dir gut und bist dein Leben lang gesund. Er ist über 90 geworden. Motion von. Hat aber nie Schnaps getrunken. Joran Benesch, super. Jawohl, Kitz. Lukas Plaschke, zieh ab. Schön. Wieder so ein Jailbreak-Screen nach innen. Zwei, drei Arzt nach vorne. Ja, Rammstein. Rammstein. Achso,
Darf man die überhaupt noch spielen? Man darf alles spielen. Man darf auch Lamuto Schuhe spielen. Darf man das auch? Darf man auch spielen. Das ist nur der Text, den man dazu singt, ist für jeden anders. Kein Kommentar, dass man sowas Politik macht überhaupt. Ja? Weil Politik hat uns generell rechte raus. Trotteln. Run-Pass-Option. Und ich glaube, das geht sich aus. Jawohl! Das wäre ein Fumble. Nein. Wurscht. Er war schon draußen. Wo sind die Freunde von meinem Beisteiner? Ja, gestern musste ich zum ersten Mal in unserer Partygarage Last Christmas zweimal hören. Stell dir vor, das hätten wir mit Last Christmas gemacht, das Lied von uns. Also Leute, wir rechte Trotteln wird es immer geben, aber deswegen gute Lieder zu sperren. Aber wir sind ja keine Politiker, wir sind Sportler. Und bei uns gibt es keinen Rassismus bei unserem Sport. Da tut jeder mit jedem spielen. Egal ob schwarz, weiß, grün, gelb, wir spielen dick, alle. Dünn. Dick, dünn. Vom Maas oder aus Tirol. Genau. Aus dem Burgenland oder Ungarn. Das nicht, war nicht so gut, aber wir haben das Beste draus gemacht. Ja! Lalalala. Philipp Kleiner, wieder war er dort mit den Händen und wieder nicht gegangen. So. Liebe Wide Receiver, ihr habt Gorilla-Grip. Gorilla-Grip. Habe ich damals nicht gekannt, wo ich in der ersten Bundesliga-Saison die drei Kärntner gemeinsam mit El akquiriert habe. Dario Dobrolewski, Geheimrezept, ist damit AFL Offensive MVP geworden. Gorilla Grip, die Paste, damit die Bälle auf den Handschuhen besser picken bleiben. 22 Sekunden noch zu spielen, höre ich gerade im zweiten Quarter. Ah, Mücke von den Broncos ist da. Servus, Mücke. Pass, wieder ein Pass, ein langer Pass. Gana! Fast gepickt, der Elfer ist geil. Sami Summer. Ich glaube, sein dritter Fast. Rangerspieler? Ja, der ist gut. Ja, Sami, du geile Sau, da haben sie recht. Wird gerade angefeuert. Sami, du geile Sau. Ja. Leute, es ist so spannend. Wir haben noch 17 Sekunden. Was ich zum Beispiel nicht verstehe jetzt, warum zum Beispiel die Legos keine Prevent-Defense hinstellen. Da merkt man jetzt schon, im Vikings-Nachwuchs hättest du in der Situation eine Prevent-Defense. Schau, wie die vorgezogen spielen. Ein Wurf, der wird... So. 12 Sekunden. Ja, das sagst du gerade zu dem DB-Nummer 17, Benjamin Mretasovic. Glaube ich, den spricht man so aus. Mretasovic. Timeout Mustangs. Was haben sie gesagt? Warum er nicht hochgesprungen ist und den Ball gepickt hat und er sagt, er war zu hoch. Ja, jetzt auch an der Sideline Living Legend Gerhard Breuer. Alex Nappler war DC bei den Legos. Gerhard Breuer gibt gerade letzte Anweisungen. Also ich würde da ganz einfach eine Preventive hinstellen, deiner klassischen Cover vor und die einfach 10 Yards tiefer. Ja, ich glaube, jetzt wird, glaube ich, ein Punt kommen. Ja, aber warum sollten die Mustangs jetzt punten? Ja, stimmt, es sind immer noch 12 Sekunden zu spielen. Jetzt ein First Down oder ein langer Pass auf David Edinger. Weißt du, was geil wäre? Damit haben die Mustangs letzte Woche zweimal überrascht. Und ich glaube, das geht auch hier auf ein-, zweimal. Wide Receiver Screen Halfback Pass. Ja. Auf Flo Benesch. Ist da Flo Benesch drin? Ist das nicht draußen 13? Schau mal. Nein. Motion Edinger. Jawohl, schön gefangen von Plaschke. Turnover und Downs. Und noch 3 Sekunden. Noch 7 Sekunden. So, Bernhard Bajcek sagt Hi. Grüß dich, Bernhard.
So, ich denke wieder so ein. Ah, geil. Für unseren Roland Adelboller ein Handoff, ja, 10 Yards und ein Touchdown. Ja. Das ist so eine Statistik per Carry: 10 Yards, ein Touchdown. So, Trips jetzt auch bei den Legos. Pass in die Mitte. Oh, das wird ein Touchdown. Das wird ein ja, Halleluja. Touchdown durch Muhammad Dalovic. Somit gehen die Legos. Spielstand 8-6 für die Legos. 8-6. Roger sagt, Coach Armin und Coach Michael, ihr seid die Besten. Vielen Dank, ganz dickes Bussi. Wir freuen uns, dass es euch gefällt. Und natürlich vergesst nicht, EierlaberlTV, coachen, liken. Dann natürlich meine YouTube-Serie, wo ich mitspiele, Manhunt, 72 Stunden, liken. Und natürlich auch meinen Kanal, Armin Schneider, Manhunt, liken. Danke. Pitbull ist gut. Der PT ist gut. Steht jetzt 9-6. Gut, wir werden uns jetzt auch was zum Essen holen. Wir sehen uns dann im dritten Quarter wieder. Mahlzeit, Halbzeit. Bis gleich.
Ja, grüß euch zurück aus der Halbzeit. Ich bin jetzt durchgegangen und habe gefragt, jetzt, was der Grund war, warum Roland Adelbohler rausgeschmissen worden ist. Angeblich war eine Schlägerei. Da hat angeblich hingeschlagen. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe mit dem HC Albrecht, mit dem Headref geredet und hat er gesagt, das soll man das ja gerne, er hat hingeschlagen. Sag ich, ja, das sind College-Regeln. Sag ich, ja, das ist normaler Personal und dann ein anderes Personal. Nein, bei Hinschlagen nicht. Und dann sagte ich ihm, okay, das heißt, in der ELF ist das dann anders, weil gestern hat der Buhr, der Vierer der Vikings, auch hingeschlagen und dann hat es dann geheißen, ein Personal, und wenn er das noch einmal macht, wird er ausgeschlossen. Und das hat um einiges wüster ausgeschaut. Aber ja, es ist, wie es ist. Ja, es ist nur schon, ganz ehrlich, wir zahlen so viel Geld für die Referees, ich weiß auch gar nicht, warum wir überhaupt die österreichischen Referees buchen müssen, weil es ist ja eigentlich ein Parallelverband. Und das ist wirklich eine Frechheit. Also ich sag da, ich habe es ihm auch nicht mehr ins Gesicht gesagt, weil sonst wieder angefressen, aber hier kann ich sagen, wegen sowas ausschließen, weil er am Helm schlagt, ja, da gibt es normal eine Verwarnung. Das ist echt arg. So, also, Return. Geschlossen. Florian Flo Benisch. Return. Komm Flo, zünd den Turbo, zünd den Turbo. Der, let's go, komm, es schaut gut aus. Über die 50. Ja, ein guter Return. Sehr guter Flo Return. Benisch an die 50. So. Heute gibt es Mustangs Leberkäse. Let's go. Florian Griner. Naja, wenn du meinst. Ich mag Pferdeleberkäse nicht. Genieße ihn. Ich mag Pferdeleberkäse auch nicht. Aber es ist noch nichts dann passiert. Dann schreibt der Nächste. Legos, Vollgas, Mucki, du. Okay. Okay, da liegt eine Flagge jetzt. Was war da? Leute, von der Wahrscheinlichkeit her werdet ihr mich jetzt als Coach nicht sehr mögen, aber es ist doch ein heißer Tag. Und die Legos haben an der Sideline 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 20, sind um die 30 Spieler, die Mustangs um die 40. Also zum Auswechseln haben beide Seiten genug. Schauen wir mal, wer am längeren Tag den Tag dann den längeren Atem hat. Wir wünschen uns ein spannendes Spiel. Aber dass wir zu den Mustangs halten, ist eh klar. Run von Florian Benisch. Nein, Beisteiner. Beistein, entschuldige. Das ist der Christian Beisteiner. Beisteiner. Aber jetzt kommt mein Bub wieder aufs Feld. Benny Sagel, die Maschine. Gebt's ihm einfach den Ball. Weil die beiden Defenses viel am Feld. Das heißt, spätestens im vierten Viertel werden sie eingehen, es ist 3 Punkte, das heißt, wir sind nicht einmal bei einem Score Unterschied. 2. und 13. Trips vermischt auf der rechten Seite der Mustangs, angezeigter Blitz, der Blitz kommt, es wird ein Pass, es ist ein schöner ja. Catch von der Nummer 25. David Idinger. Hat leider noch nicht gereicht. Ja, ja, aber haben. Schau mal. Das waren über 10 Yards. Jetzt haben wir Dritter und Kurz. Und wer ist im Backfield? Benny Sagel. Ich sag's dir Folgendes an. Inside Run oder Option über Benny Sagel? Wir wetten um nichts, weil ich darf nicht wetten von meiner Frau aus. Ich verliere immer, wenn ich wette. Motion von der Nummer 13, Florian Benisch. Inside. Ab zum First Down und mehr. Benny Sagel, du geile Sau. Wahnsinn. Toller Lauf. Ja, Ball an der linken Hash, das ist auch immer interessant. Also halt alles, was 11-Mann-Football ist. Im Nachwuchs gibt es teilweise auch 9-Mann. Wir schauen halt, dass wir so früh wie möglich 11-Mann spielen. Vor allem auch jetzt bei U12. Denn natürlich, wenn der Ball an der linken Hash ist, ist auf der rechten Seite mehr Platz. Kann man andere Plays besser spielen, wie Outside Runs. Personal Run von und Sagel
Christian Beisteiner? Nein, Beisteiner. Der dürfte sich da jetzt. Nein, der hat da nicht draufgekriegt. Kleines Auer. Steht schon auf. Und Benny Sagel back on the field. Beisteiner humpelt ein bisschen, aber das wird gleich wieder gehen. Was es halt so heute Viktoria Strasser braucht, ein Taschentuch. Bitte was? Ein Taschentuch, eine Küchenrolle. Ihr Sohn hat Nasenbluten. So. Und auf Kleiner. Kleiner Swingrod. Gut für 4-5 Yards, würde ich sagen. Hat sich in der O-Line was verändert? Nein, ist nach wie vor die Maschinen drinnen. Max Felix Berutka mit der 58, Willi Zich. Dann die 63, unseren Obmann, Richard Buchheit. Dann Bernhard Wrabel mit der 54. Und die 52, Wolfgang Lauschek, unsere O-Line. So, Trips rechts. Trips Formation. Dritter und 9. Cover 2 von der Defense. Ja. Snap. Snap. Gut. Ball. Der Wurf. Catch. Ah, wieder. Wieder. Spielt Christoph Mattel heute. Christoph Mattel spielt und haben wir auch schon einige Male erwähnt. So, ich sag dir was, der wird jetzt was. Mir fällt auf, dass wir ziemlich oft mit den Händen am Ball sind, wir aber die Bälle nicht. Ja, letzte Woche, du, das ist einfach eine Konzentrationssache. Die sollen sich einfach Gorilla Grip draufgeben und fertig. Ist jetzt kein Wundermittel, aber für eine Psyche, für den Kopf ist das oft. Jetzt wird ein Pass kommen, Bruder auf Bruder. Nein. Ja, der war zu weit am Pick. Interception. Die Nummer 11, Sami Summer von den Rangers. Wieder Sami Summer. Schöner Interception. Superman, Sami Summer. Wallouts und Legionnaires, Urgestein, Patrick Zwitkowitsch steht da gerade unter mir mit dem Bier und mit der Zigarette im Hand. So, los geht's für die Legos an der eigenen 17 oder 18. Tiefer Snap, Love. Ja, beim Run, also beim Run haben wir es. Allerdings Lichtenegger mit der 96, super aufgepasst, Tackle for Loss. Nein, ein halber Yard. Geile Nummer gerade vom dynamischen Duo Hurricane. Aus den 80er, 90ern. Von den Scorpions. Hurricane, geile Footballnummer. Here I am. So. Pass. Oh, das war ein Vollstart. Das war ein Vollstart, meiner Meinung nach. Ja. Aber die Straps haben es nicht gepfiffen. Und jawohl! Alex Dreball! High Stepping! Into! Die Endzone! Touchdown! Mustangs! Da fliegt das Bier! Ist mir wurscht! Was für eine geile Aktion! Von Alex Dreball! Alex Dreball, du geile Sau! Ja, damit das könnte ein Momentumschiff werden. Ja, unser Bruder, ausgebildet, der weiß, was er tut.
Da sind wir froh, dass sie dann nicht den Vollstart abgepfiffen haben, wenn sowas dabei rauskommt. Natürlich. Und es kommt unser neues Touchdown-Lied Bonanza, einer meiner Kindheitsserien als Baujahr 76. Snap, gut, Kick ist... Nicht gut. Sehe ich nicht. Wir sehen das von da in einem anderen Winkel. Kick ist gut. So, somit 13 Punkte für die Mustangs, 9 für die Legos. Das Kickoff-Team kommt aus Feld mit Alex Drehball. Und zu wem darf er nicht kicken? Nach rechts sollte er nicht schießen. Er darf nichts nach rechts zu Sebastian Andersäcker kicken, weil der Mann ist brandgefährlich. Servus, Patrick. Schau, 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 jetzt schau da auf das Urgestein der Warlords. So, also kein Kick right jetzt, nicht so Andersäcker. So, Umpire Franz Kolosser legt den Ball hin. Haben wir da neue Kommentare? Aber jetzt haben wir schon, wie viele Interceptions? Jetzt haben wir wieder zwei auf jeder Seite, ja? Zwei Turnovers. War nicht vorher schon Interception von den. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, drei Turnovers auf Seiten der Legos und zwei Turnovers auf Seiten der Range. Und er kickt zum Andersäcker. Das ist keine gute Idee. Aber ist gleich da. Naja, gleich ist immer relativ. Aber bessere Kickoff-Coverage wie vorher. Kopnitz, an die 30. Gleich da. Weil, weißt du, der Andersäcker hat gegen die Vikings schon gescored. Und die sind sehr schnell. Was wir jetzt vorher gerade gehört haben, dass die Brewhawks wirklich gegen die Vikings mit 0-9 führen. Also das ist wirklich eine Überraschung im Moment. Naja, die Frage ist natürlich immer bei den Vikings, wer spielt Alter? Ja. Je mehr, das ist halt immer so, wenn du ein Team 2 bist, je mehr Leute oben ausfallen, desto mehr Leute werden für ein Team gesperrt. Was ist das Los eines Team 2 Headcoaches? AFL hat immer Vorrang. Ja, und je mehr Turnovers man hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Spiel auch gewinnt. Momentan mehr Turnovers bei den Legos. Snap, langsam, run, aber da ist Schluss mit lustig. So, wo sind die Fans vom Christoph Mattl? Tackle voll los, Christoph Mattl. Das wollte wissen Hannes. Mal spielen es gerade mein Lieblings-Football-Lied von früher. Rollin von Limp Bizkit, wo der Undertaker noch reingefahren ist, wie oft ich mir das vor dem Match angehört habe. Das hypt so sehr, Rollin. Unser ehemaliger Defense End, Pete Sorrentos, einer der furchtbarsten, explosivsten und härtesten Spieler, die Österreich je gesehen hat, ist auch zu dem Lied vollkommen abgegangen. Was? Schön. Warum geht man da jetzt in den Flag? Das ist eine gute Frage. Also wenn er da jetzt Late Hit geht, frage ich mich schon. Also nach, jetzt verzeih, nach, deren, auch nach den Ausschluss heute wundert mich keine Frage mehr, die heute geben. Wir haben gestern zum Beispiel auch gesehen, dass man auch selber als Coach selber Refs sein kann beim U9 Cup. Hat gut funktioniert. Was ist jetzt? Ist keine Flagge. Doch keine Flagge. Na schau. Das heißt 3. und 10 für die Legendaries. Ja. So, was ist da gegen die Dragons? Ralf Koppenitz zeigt Blitz an. Wurf auf die Nummer 14. Florian Vasicek. Der ist ein Wahnsinn, der Rangers-Receiver Vasicek. Aber es hat nicht gereicht.
Das ist Vierter und Fünf jetzt wäre es aggressiv jetzt auszuspielen, aber ich denke, sie werden punten. Ja, weil sie wissen, dass wir eh nicht returnen, weil wer fehlt heute? Dominik Kevin Stoll. Oder der Zweite, der das natürlich super macht, unser Starting Quarterback, Waldi Sage, der aber auch mit Schleimbeutelverletzung draußen ist. Waldi, so, wir lieben dich. Philipp Kleiner, return jetzt und der Armin ist zufrieden, wir sind alle zufrieden. Alles Gute. Hoher schlechter Snap, schlechter Snap, schlechter Punt, nimm den auf. Nimm ihn! Nimm ihn! Nimm ihn! Mach, da muss ich auch mal schreien, das gibt's ja nicht, dann kann ich gleich Puntblock machen, wenn der nie hingreift. Das ist echt traurig, wir hätten da jetzt locker, die Blocks sind da, der braucht nur hingreifen. Er ist sicher noch 10, 12 Yards davor gegangen, denke ich. So, was sehen wir hier? Wer wurde heute ausgeschlossen? Ja, Roland Adelboller wurde ausgeschlossen, unsere 40, der Starting Running Back. Und Bernhard Hammer schreibt, 15-0 Spartans. Gegen wen spielt die Spartans? Moment. Das ist dein Handy. Gib mal ein, bitte, gendi.football.at. Ah, gegen die Vikings? Ich dachte Blue Hawks. Gib mal bitte ein, gendi.football.at. Ja, natürlich. Je mehr Turnover du hast, aber je mehr Turnover du machst, desto größer ist die Chance, dass du gewinnst. Je mehr Turnover du hast, desto größer ist die Chance, dass du verlierst. Ja. Die Spartans führen gegen die Vikings. Dann habe ich mich vorher, der Blue Hawks waren es, habe ich mich vorher geirrt. Ja, Blue Hawks führen 21-14 gegen die Denver Dragons und die Spartans führen 15. Und der Beisteiner läuft wieder. Allerdings. Ja, was soll ich sagen als Ex-Viking? Ich sage nicht Gratulation, aber ich freue mich natürlich, dass die Spartans, weil vor allem Freund von mir, dort Defense-Koordinator, der Mike, dass sie da gut mithalten können gegen das Programm. So, was haben wir noch? Wien 1899, schau. Das ist einmal ein sympathischer Name. Was passiert ist? Oh, Bad Snap. Bei uns gerade ein Bad Snap, aber der Quarterback kann den Ball sichern. Und vor ein Interception Return Touchdown von unserem Alex Drehball, der die Mustangs wieder in Führung gebracht hat. Sonne ist draußen, jetzt könnten wir uns fast schon die Sonnenbrillen aufsetzen. Gegen wen spielen die Bluehawks heute? Spielen die heute? Bluehawks spielen gegen die Denver Dragons. Wie viel steht's da? Die führen, ich bin gerade wieder rausgegangen, 21-14. Wow, aber die Bluehawks, denen gratuliere ich ganz herzlich, dass die 21-14 gegen die Dragons führen. Denn vor allem nach den harten Ausfällen letzte Woche, einer mit Oberarmbruch und ein Knöchelbruch, das ist. Ja, das war jetzt ein schöner Catch, allerdings an der Sideline vom Gegner. Vom Dominik Jost. Dominik Jost, Spieler der Rangers, der an der Sideline gerade den Ball so schön abgefangen hat. So, die Mustangs punten von der eigenen 10. Und Returner ist wer? Ja, Sebastian Anderserker oder die Nummer 25 sehe ich da gerade, oder ist das jetzt der 15. der Quarterback, Richard Kopp, das denke ich nicht, dass der punkt. Und er tut wieder zu ihm. Ah, und das hat unser Panther, diesmal war es Peter Jekin, unser Schweizer DB, super gemacht. Ich meinte wissen, warum die Nummer 40 ausgeschlossen wurde. Ja, das fragen wir uns alle. Das fragen wir uns alle, mein Rapid-Freund. Aber er hat. Jawohl, da macht gerade wer Stimmung. Stefan Stieger macht Stimmung. Er hat dem Gegner am Helm geschlagen. Was in der ELF eine Verwarnung ist,
ist in der AFL Division 2 ein Ausschluss. Muss man nicht verstehen. Wir verstehen es auf keinen Fall. So. Deuce. Schlechter Snap, aber er macht doch das Beste draus. Ich hab keinen Schlag. Am Feld endlich wieder Bernie Kiedeibel. Auch einer unserer ehemaligen Jungs, eigentlich ein ganz alter Nachwuchsspieler der Rangers. Hat dann die letzten Jahre bei den Vikings gespielt und ist jetzt bei uns. Als Defense End. Ist sonst noch wer neu in der Defense? Dominik Tatzreiter mit der 53 ist drinnen. Pass. Ball. Der ist sehr weit drüber. Eng gedeckt. Unser DB Manol. Maximilian. Nein, Florian Vasicek. Eine Goal-Out gewesen auf dem Vasicek. Aha, da schreibt gerade der Vienna tut, dann hat man die Regel in der ELF nicht richtig umgesetzt. Wow, die Musik heute exzellent. Ihr könnt es leider nicht hören. Oder doch? So, wir haben wieder 11 Personnel. Ja, da ist vorbei. Christoph Mattl, wo sind die Fans von Christoph Mattl? So, da schreibt wieder der Vienna Dude, NCNE und NFL schließt jeden Spieler aus, der einen anderen Spieler schlägt. Na, dann hast gestern nicht geguckt, Vikings Raiders, da gab es nämlich nur eine Verwarnung und ein Personal Foul. So wie es eigentlich normal wäre in so einer Situation. Denn vergiss man nicht, das Ganze ist ja kein Schachspiel. Und er hat ihn nicht geschlagen, sondern er hat ihn am Helm berührt. Ein schlechter Snap, aber Punt trotzdem gut. Jetzt wäre er gut, wenn er returnt, den Ball aufnimmt und returnt. Und nimm ihn doch bitte endlich auf! Ich weine gleich! Ich weine wirklich gleich! Das ist perfekt! Dann brauche ich keinen Returner nach hinten stellen. Das gibt's ja nicht! Ich sehe mich da jedes Mal in der Endzone mit 48. Nein, ich würde wahrscheinlich 3 Meter kommen, aber wurscht. Den mussten wir, vor allem, der ist vor ihm aufgesprungen. Das ist jetzt schon modernere Disco-Musik. Ja, Armin van Buuren. Armin van Buuren, bla bla bla. Geile Nummer. So, Trips. Bei den Mustangs. Run von der Nummer 4. Ja, Beisteiner auf dem Weg nach vorne. Tankt sich nach vor. 7, 8 Yards. 6. 2. und 4, Entschuldige. 6 Yards. So, Florian Benisch am Feld, das Receiver, Benedikt Teser. Benny Sage, die Maschine als Running Back. David Idinger und auf der anderen Seite schaut aus wie Plaschke von der Haltung. Blitz angezeigt, Scheiße! Schon wieder ein schlechter Snap. Ja. Ja. Mit solchen Sachen bringst du dich halt um deine Früchte. Das ist genau das. Aber ja, das Problem hatte, Max war die letzte Partie super und ich weiß, wie schwierig das auf ist, weil ich selber Center war. Brauchst halt auch permanent Feedback. Auch wenn der Snap noch ein bisschen höher war, musst du dir immer Feedback einholen. Okay, dann musst du sagen, sofort der Quarterback, Snaps kommen gerade wieder hoch. Aber im Zweifelsfall, Hintern runter, Kopf im Nacken. Jetzt haben wir aber über 10 Yards verloren, 3. und 16. Snap ist gut. Super. Swing auf Sage.
Und der zieht mal nach vor über 10 Yards und bringt eine bessere Ausgangsposition für den Punt, der kommen wird. Das war schade jetzt, oder? Ja, sehr schade. Ja. Der Snap, da hat man sich gerade 15 Yards verspielt. Ja. Living Legend Gerhard Breuer will auch, dass der Basti Andersäcker to the house. Wir hoffen natürlich, dass der Punt wieder out of bounds geht. Und somit wechselt das dritte Viertel ins vierte. Noch einmal werden die Seiten gewechselt. Ja, ist noch eine spannende Partie, 3 Punkte Unterschied. Geile Partie. Aber soll ich da was sagen? Als Coach ist sowas immer am mühsamsten, diese spannenden Partien. Als Coach habe ich am liebsten aus 60-0. Da ist nämlich nicht spannend, baut sich nicht für Adrenalin auf und ich bin nachher nicht so fertig. So, noch ein Aufschrei an alle unter 16-jährigen Spieler, die im Umkreis von Wiener Neustadt, Baden oder Mödling wohnen. Eisenstadt oder Neufeld oder jemand. Kommt zu uns aufs Training Montag von 18 Uhr bis 19.30 Uhr, donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr. Wir freuen uns über jeden Spieler, natürlich auch U12-Spieler sind gern gesehen. Alles ab 5 Jahren. Bringt eure Kinder zum Football, zeigt sie, dass es einen besseren Sport gibt als nur Fußball. Bringt sie weg von den Handys und von den Computern, bringt sie zu uns zum Training. Armin Schneider und ich, wir würden uns sehr freuen, wenn wir eure Kinder dahin dürfen. Punt. Der geht sehr weit. Der geht weit. Hau dich drauf! Der hat ihn berührt. Ja. Aber es geben sie nicht. Ja, wir sind morgen auch Mustangs on Tour, wir sind fast alle 2-3 Wochen in anderen Schulen, von Volksschulen, Mittelschulen. Morgen sind wir für eine Sportstunde in der 6. Klasse des Beyonde-Klasse in Baden. Das heißt, wenn da wer aus Baden dabei ist, morgen sind wir in der Beyonde-Klasse und machen dort Kennenlernen mit Football. Mit Frau Professor Putz, die selber bei den Vikings Ladies gespielt hat. Ihr Mann kein geringer als Coach Putz von den Vikings. Und das taugt mir. So. Was ist da jetzt? Ich bin den Ausschluss nicht gesehen, aber die Quali der Refs in unteren Link ist nicht die beste. Nein, HC Albrecht, eigentlich macht es seit 30 Jahren, nur es sieht halt jeder immer anders. Aber ist wegen sowas. Jawohl! Fast ein Sack, fast ein Interception. Ich sag zu den österreichischen Refs gar nichts mehr, ohne meinen Anwalt. Was muss man als Receiver können? Schnell laufen, Ball fangen. Je größer du bist, desto besser. Je schneller du bist, desto besser. Einige Fallstarts wurden mir schon nicht gecallt. Ich habe 16 Season bei den Vikings Ladies gecoacht und die Refs dort waren auf der Horror. Wir sind froh, dass sie nicht jeden Fallstart callen, weil sonst zerpfeifen sie es noch mehr. So. Lass mal die Schiedsrichter zurück zum Spiel. Pass. Wieder fast ein Sack. Ein langer Pass. Der ist aber überworfen. Zu lang. Ja, man darf nicht vergessen, dass das diese. Wir sind keine Profis, wir sind trotzdem noch Amateurspieler. Ja. Das heißt, man darf da nicht immer zu streng sein. Ja. Bitte, das sind doch bei uns, jetzt schaut euch mal ein NFL-Spiel an. Bei uns in den Amateur-Bauernligen sind die Refs, glauben sie sind Gott und können jeden Schaß pfeifen. Und in der NFL prügeln sich die Leute und es fliegt nicht einmal eine Flagge. Mich ärgert es jedes Jahr. Vor allem auch die Arroganz und Frechheit, die gewisse Schiedsrichter uns Coaches gegenüber haben. Also in der NFL, ich wäre viel lieber in der NFL, glaubt mir das. Die NFL-Refs wären wir tausendmal lieber. Gehen wir jetzt weg von den Refs, ja. Gehen wir zurück ins Spiel. Zurück ins Spiel, Option! Option-Play, das war eine schöne Option. Auf die Nummer 33. Reicht nicht zum neuen First Down. Tristan Gleisner. Vierter und
Vierter und Eins. Ja, Refs, der Coach sagt, wir spielen aus. Natürlich spielen wir aus. Natürlich spielen wir aus bei Vierter und Eins im letzten Viertel. Es sind noch wie viel? 11 Minuten zu spielen. Man ist hinten mit einem Field Goal. Ich würde auch ausspielen. Sehr wichtiges Down jetzt. Für die so, Defense. Bernie Kietheimer. Fritz Barr, Marcel Zaharia, Lichte. 11 Personal. Wichtig ist jetzt, dass die Gas gehen. 4, 5, 6 Leute zum Blocken da. Britzender Linebacker, Tatzreiter. Motion Seiten. Da braucht er uns nicht. Der schlechter Snap. Aber ich glaube, er jawohl! Super. Was für ein Stop, was für ein Statement. Toll gemacht durch Tatzreiter. Turnover und Downs und das an der 40. Und ich sag's da, das könnte jetzt ein Statement sein. 2, 3 tiefere Pässe und jetzt fangen wir's. Ja. So. Kann man seine Position wechseln, wenn man schon eine hat? Lieber Roger, das ist etwas, das besprichst du am besten mit deinen Coaches. Denn jeder Coach hat eine Hauptaufgabe. Wir bringen euch Spieler in die Position, wo wir euch am besten sehen. Aber im Allgemeinen ist Football auch kein Wunschkonzert, oder? Nein. Football ist kein Ich will Quarterback spielen. Nein. Du spielst das, was die Coaches dir sagen. Cover 1, Cover 3, meine ich, Entschuldigung. Ja, Christian Beisteiner. 6 bis 7 Yards. Aber Run ist sehr gut, aber wenn es so lang geht, die Uhr läuft weiter. Weil der gerade ist, vom Wide Receiver zum O-Liner. Wir haben einen, Paul Bichler, der hat bei den Rangers als O-Liner angefangen, im Nachwuchs und spielt jetzt Wide Receiver. Also auch das geht. Es Dominik Kevitsch, toll, und jetzt punkten, genauso ist es. Es geht auch andersrum, man sieht es ja bei unserem NFL-Export, Benjamin. Ja. Reimann. Reimann, der war ja auch Receiver, vom Receiver dann zum Tight End. Wir haben noch gegen ihn gespielt als Receiver und Tight End. Ja, ja. Und jetzt ist er aufmagaziniert. Aber es stimmt schon, was ein Vikings-Coach da sagt. Im Grunde kommt das nicht so oft vor. Jetzt spielt es gerade Ghostbusters. Fühle mich in die Jugend zurückversetzt. So, 3. und 1. Sehr wichtiges Down. Lauf. Sage. Reicht noch nicht. Naja, das weiß ich nicht. Reicht noch nicht. Ich würde sagen, das geht sich nicht aus. Nein, das geht sich nicht aus. 4. und 1, Spiel aus. Das Spiel ist aus, ja. Roland, Spiel aus, Roland. Was haben wir denn da jetzt an Zeit? 8:52 oder 6? 8. Und nicht vergessen, Leute, Eierlaberl.tv liken, Manhunt 72 Stunden liken, meine Seite Armin Schneider Manhunt liken, Timeout gerade am Feld. Living Legend Gerhard Breuer bringt das Wasser. Der Steinansprecher sagt es gerade durch, nächste Woche, 6. Juni, die Vikings sind zu Gast bei uns auf der Range. Es wird ein großes Abschlussfest geben, es ist das letzte Heimmatch. Es ist unser Superball, wie jedes Jahr, mit danach. Große Party mit Livebands, sind jedes Jahr tausende Leute. So, was sagt jetzt unser Vikings-Coach? Wie die Jungs vom Playcall her eh gesagt haben, die Coaches schauen sich an, was du am besten kannst. Setz dich dort am besten ein. Oh, kannst nichts, wirst Kicker, Panther oder Waterboy. Das sagst du am besten nicht dem Dennis Dasic. Schau mal, wie der ausschaut. Oder auch Peter Kramberger. War immer auch ziemlich trainiert.
für das, dass sie nur Kicker oder Panther sind. Dennis Stasic, jetzt ELF-Kicker der Vikings, war bei mir noch Wide Receiver auch und auch Defense End. Das geht sich leider nicht aus. Er ist leider gestolpert. Sonst wäre es dadurch Turnover on Downs. Und die Legos. Schauen wir mal, ich schaue mir jetzt wirklich die Spielsteine, aber es ist ja urspannend, bitte, dass die Spartans gegen die Vikings führen und die Bluehawks gegen die Dragons. Ja, es ist noch immer so, Bluehawks führen 21-14 gegen die Dragons und die Spartans führen 15-0 gegen die Vienna Vikings. Geil. Pass. Ja, schöner Deckel von Raffi Neuteufel in Kombination mit Datsreiter. Nebenbei hören wir gerade Alice Cooper Poison. So, 2. und 6 haben wir da. Schauen wir, was sich der Coach Habeler überlegt hat. Und auf der anderen Seite Coach Hofmann. Wir sehen One Man High. Six Man Pressure angedeutet. Kurzer Pass. Und erneut schöner Deckel von Raffi Neuteufel. An die 84. Raphael Hofecker. Es ist hier ausgegangen. Mike, nein, oder? Nein. Nein. Dritter und Inches oder eins. Ja, jetzt kannst du dich erinnern, was das letzte Mal passiert ist? Jetzt die Mustangs, na, die Mustangs sind ins Offside gejumpt. Ja. '68 Florian Hirschrott. Hirschrott am Feld. Als D-Liner. Und das wird nichts. Jawohl! Und Florian Hirschrott! Fast, aber vorher abgepfiffen. Er hat sich schon in der Endzone gesehen. Ehemaliger Spieler der Wilds, unter anderem. Somit 4. und 5. Und nein, die Legos werden natürlich nicht panten. Nein, es ist doch nicht 4. und 5. Es ist 4. und kurz. Ball wird anders gespottet. Jetzt denke ich, anschieben, anschieben, anschieben. Timeout genommen von den Legos. Von den Mustangs ist das Timeout genommen worden. Gut, wir sind ja beide Coaches jetzt da, bei 4. und 1 wäre unsere Devise anschieben, 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 anschieben. Ja, aber du brauchst dafür auch den richtigen Quarterback. Ja. Und vor allem Sneak an der Center hat unser Quarterback so nicht gemacht. Somit das, was wo er sich, glaube ich, am wohlsten fühlt, wäre Option. Aber dadurch, dass der Quarterback kann sicher sneaken. Der schaut mal an, wie der 15 ausschaut. Der schaut aus wie ein O-Liner. Wir haben ja leider keine Maße. Richard Kopp. Der Richard Kopp. Auch schon ein alter Hase. Schon, gell? Ja. Also
Also ich würde oldschool sneaken, wenn ich die Legos bin. Aber nach dem schaut es nicht aus. Es sind 6 Vorblocker drauf. Ich denke, es wird ein Inside Run werden. Schlechter Snap. Und jawohl, Tackle for loss, Startsreiter. Turnover und down. So. Ja, man kann natürlich immer statt zu kicken eine Two-Point-Conversion machen. Wenn du jede zweite reinbringst. Aber ich war immer Freund vom Kicking Game. So, Mustangs, let's go. Benny Sage. 6 Minuten 36 noch zu spielen im letzten Viertel. Ist noch genug Zeit, das kann noch alles passieren. Pass. Ein Pass. Schöner Block. Weiterpass. Was war das für eine geile Abwehr? Eine Flying Fist vom Rangers DB. Janet Memedy, sowas habe ich noch nie gesehen. Geil. Quasi Faustball auf dem Football. Coole Abwehr. So, Tesa in Motion. Twins. Mann. Jawohl, da ist Sage und übers First Down, Benny Sage, du Maschine. Was meint er? Achso, ja, dass man bei Vierter und Kurz quasi aufs zweite hart spielt. Ja, das haben sie eh gemacht, dass sie den Snapcount variieren. So sind die Mustangs ja schon mal ins Offside gejumpt. Hätte ich auch wieder gemacht. Oder einfach ein Freeze, ja? Freeze Play. Neues First Down. 10 Personnel. 11 Personnel. Motion. Edinger. Ah! Schöner Tackle von der 26. Für Jonas Dillmann. Johannes Dillmann, Tackle for loss, gut gemacht. Aber der Herr Holub würde sagen, wo geht's hin? Wir sind an der gegnerischen 30er. Kommt's Leute, wir brauchen da noch einen Score. Heidi Hurka, rein mit der Schweinehaut in die Endzone. Kommt's. Sage! Face Mask! Ich hätte es auch so gesehen als Face Mask. Jetzt fliegt einer. Sage, lass dich doch nicht fallen, bitte. Das ist. So, ein Fumble ist passiert, First Down Legos. Viele Menschen sind geflogen. Somit Turnover. Nummer 4 bei den Legos, was sie geforst haben. Coole Sache. Bei den Spielständen von Bluehawks, Weinviertel, noch immer nichts Neues. Aber wir bauen auf die Defense. Fangt die Wuchtel ab. Kommt's. Holt euch den Ball zurück. Weil die müssen natürlich jetzt mehr durch die Luft gehen. Wir haben noch 4,49. Trips auf der linken Seite. Nein, es sind Trips. Option. Option Play. Er läuft selber. Und jawohl! Alex Trebal. Sag dir mal hallo. Tackle for loss. Ref Franz Kolloser hat die Kappe abgenommen. Was ist hier los? Franz Kolloser nimmt die Kappe ab. Defense!
Blitz, Ralf Kopenitz. Ralf Kopenitz schlägt ein. Ja, sehr gut. Super Abwehr! Manuel mit der 93, Ballas! Sein Papa inzwischen seit hier, hat letzte Woche Geburtstag gefeiert. So, vierter, dritter. Dritter. Dritter und elf. Ja, die. Oder vielleicht sogar zwölf. Dritter und zwölf. Stefan Sighetti neu am Spielfeld als Strong Safety. Cover vor. Was? Cover vor, denke ich, von uns. Nein. Nein? Nein, das ist ja doch nicht so. Ich sehe es nicht, habe ich nicht gesehen. Pass. Tiefer Pass. Pass. Der war irgendwo hin. Dieser Pass war inkomplett. Und jetzt müssen sie punten. Jetzt werden sie punten. Und bitte steht's jetzt, liebe Leute. Ja, jawohl. Stellt den Flo Benisch hin, weil der nimmt die Wuchtel wenigstens in die Hand. So. Florian Benisch nun hinten. Weil es bringen die besten Returner nichts, wenn sie nicht returnen. Ja, ist auch ziemlich blöd. Jetzt die Sonne ist jetzt ziemlich blöd. Ja, vielleicht, wenn der Ball wieder vorne aufmäppelt, kann er ihn schön nehmen. So, Snap nicht gut, somit schlechter. Ah, schön. Und er nimmt den Ball. Jawohl, Flo Benisch! Endliche Tür! Jawohl, danke, Florian Benisch! Somit haben wir eine Ausgangsposition an der Mittellinie. So Leute, jetzt wird langsam auch die Zeit ein wichtiger Faktor. Wir sind bei 3,43. Aber wir wollen ja eigentlich noch einen Score sehen, oder? Von den richtig, Mustangs. Richtig. So, wir haben Deuce mit dem Edinger als Wing, also kein Tight End. Lauf. Florian. Benedikt Sage. So. Single Back Formation. Schlechter Snap, aber noch gut aufgenommen. Bendix, Sagel, nimm und lauf. Ja. Dritter und fünf, würde ich jetzt sagen. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Play so geplant war. Ich glaube, das war ein bisschen improvisiert. Sicher bin ich mir nicht. So, Christian Beisteiner kommt rein. Statt Benny Sage. Und wir sind bei 2,35. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Uhr schön runterläuft. Am besten zum Two-Minute-Warning. 2 Minuten 20. 2,25, sehr gut. Lauf, 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 lauf. Eine. Ja. Und wir und die Legionaries Burner nehmen jetzt ihr erstes Timeout. Ja, man die haben also die Masken sind das letzte genommen. So Leute, können die Legionaries das noch drehen oder spielen das die Mustangs nach Hause? Was meint ihr? Kommt auch wieder schön die Sonne raus. Peter Check-in macht sich bereit zu
Panten. Und unser Schweizer. Schöner Punt, schöner Punt. Haut euch drauf, haut euch drauf. Giulio. So, schauen wir, was da jetzt. Die Legos Offense, 2 Minuten 11. 2 Minuten 3 noch zu spielen. 2 Minuten 3. Und sie haben 2 Timeouts und die 2-Minute-Warning. Ja, das dürfte so die letzte Chance, glaube ich, sein, für sie da noch was auszuschalten. Bernd Nowak als DB am Feld, Raffi Neuteufel, Herr Doppler, Peter Jeckin, Tatzreiter, Leinbecker, Drehball, Ralf Kopenitz, Pass. Joost. Alter Pass, oh, der hat sich. Der Tackle war wichtig von Raphael Neuteufel. Das war ein Glück. Aber ja. Bernie Kiedeiber in der D-Line. Die Jungs werden alles geben. Fritz Bahr, Marcel Zaharia, Christoph Mattl, let's go. Nein, Mattl ist kurz draußen. Lichtnecker. So, jetzt geht schnell Hirnschrott noch rein als Defense Tackle. Gebt alles, Leute. Option. Schönes Option Play. Aber da ist Schluss mit lustig. Stefan Joost beendet die Option. 3. und 9. 21:20 für die Blue Hawks. Ja. Pass. Oh, schön gefangen. Fast gefangen von dann Stefan Joost. So. Zweites Timeout genommen von den Legionnaires. Warum er jetzt ein Timeout nicht bleibt, ja auch. Jetzt ein Timeout, das ist mir unbegreiflich. Die Uhr steht ja eh bei einem Incompletion Pass. Aber wir werden gerade gefilmt, nicht dass er dann im Handy sitzt. Man muss da gerade was nachschauen. So Leute, jetzt wird es spannend. Die letzte Chance, 4. und 5. Letzte Chance für die Legionnaires. Let's go, Bernie Kiedeiber. Nein, sie panten. Auch sehr interessant. Warum panten die? Sehr interessant. Nein, eben. Und jawohl! Puntfake, sauberer Hit. Den Knall hat man gehört bis nach Eisenstadt. So Leute, 1-4, 2 Timeouts. 1-2 Läufe brauchen wir noch und dann gibt es die Victory Formation. Ich glaube, die wird es jetzt schon geben bald, weil sie haben nur noch ein Timeout, Sie haben schon 2 genommen. Sie haben schon 2, gell? Sie haben schon 2 genommen, ja. Dann brauchen wir noch einen Lauf.
Der Kaas ja, ist sie werden abknien. Hat der Ref damals gesagt. Noch bei den Rangers gegen Steel Sharks Halbfinale war auch so eine Situation, und die Steel Sharks haben, das war Halbfinale auf der Ravelinstraße, Division 1, nicht abgekniet, sie hätten das Spiel gewonnen, gefummelt und damals noch Stefan Postel, auch in der Prevent Defense, Ball aufgenommen, Endzone gelaufen, wir waren in der Silver Bowl. Victory Formation! Einmal müssen sie noch abknien. Dann ist und das Spiel war's dann. Spannende Partie, die natürlich sicher nicht so spannend gewesen wäre, hätte man Roland Adelboller nicht so ungerechtfertigt ausgeschlossen. Aber sei es wie es sei, dadurch haben die anderen mehr Spielzeit gekriegt auf der Running Back Position. So, das war's. Die Mustangs gewinnen mit 13-9. Ein schwerer Sieg. Und waren somit die Chance auf die Playoffs. So ist es. Gut, wir bedanken uns fürs Zuschauen und fürs Zuhören und hoffen, dass wir euch nächste Woche beim Spiel der Superball Mustangs gegen die Vikings wiedersehen. Dominik Kevin Stoll, hol dir ein Bier. Wir vergesst sagen nicht, ja. Tschüss, Baba und auf Wiedersehen. Und vergesst nicht zum Abonnieren. Wiedersehen. Yeah.